Der Herr Ministerpräsident! Bitte lassen Sie mich ausreden. Meine Damen und Herren, sehr verehrte Wähler und Wähler, die wählen können, ja, sehr verehrte westdeutsche Wähler, wenn heutzutage ein Handwerksmeister am Bau Pfusch am Bau macht, dann kriegt er einen Rüffel und ich kürze ihm die Rechnung. Ja? Hier haben die Ostdeutschen haben schon vor 3 Jahren mir die Wahlen verpfuscht und ich zahle trotzdem die Osthilfe in kompletter Rechnung und darf nicht einmal was sagen. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Dabei haben wir von CSU und CSU, wir haben doch diesen Ostdeutschen mit der Einheit das Wahlrecht erst geschenkt. Das verpflichtet einen normalen Menschen auf ewig. Aber diese Leute kennen nicht einmal die Grundregeln des politischen Anstandes und des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, nämlich CDU, CSU und die Union. Diese Leute machen doch politisch noch in die Windeln, weil sie demokratisch behindert sind. Es sind Zurückgebliebene. Ja. Es gibt nämlich in diesem Deutschland, sehr verehrte Damen und Herren, es gibt hier nicht nur Ausländer aus dem Ausland, es gibt auch Ausländer aus dem Inland. Ostdeutsche oder Ossis oder neue Länder oder wie dieses Geschwerl heißt. Haben doch, wenn Sie alles zusammenrechnen, von 1933 bis 1990, haben die, das sind 33 bis 90, das sind, wenn Sie es zusammenrechnen, sind das weniger wie mehr als 100 Jahre. Das sind 100 Jahre. Haben diese Leute nicht gewählt. Ein Wahnsinn. Ja? Sie sprechen die Demokratie nicht. Es sind wahlrechtlich Analphabeten. Diese Leute wissen doch gar nicht, wen sie wählen, wenn sie mich wählen. Das heißt, Sie wissen es ganz genau. Sie wissen es ganz genau. Wer mich nicht wählt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist doch ein Täter am deutschen Wahlrecht. Wer 40 Jahre hinter Mauern quasi im Knast gesessen ist, den lassen Sie doch auch nicht soziale Aufgaben erfüllen. Einen Kinderschänder, den stellen Sie doch nicht ein als Babysitter und lassen ihm Ihre Kinder über. Ah! Überlassen ihm Ihre Kinder. Wieso lassen wir einem Ostdeutschen das Wahlrecht und die Entscheidung zur Wahl, wo er es nicht kann? Bitte verstehen Sie mich falsch. Ich will in diesem Lande nicht alle pauschal beschimpfen, aber es sind Gott sei Dank in diesem Deutschland, in diesem schönen Deutschland, auch nicht alle Ossis. Ich danke Ihnen.